Minecraft-Folge. Oh, was ist da? Ja, für uns ist ein Server. Das macht uns so unerhört Spaß. Unser Spaß, der ist immer da. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert uns. Macht uns Spaß. Und zu folgen. Denn mehr als 100 Folgen schaffen wir auf unserem Minecraft-Server hier. Mit uns beiden macht es immer Spaß. Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. With the Beast Ultimate. Mit mir, dem, weiß ich nicht wen, Fickermeister74. Ja. So. Den Stahlhart. Bing, bing. Hi. Auf Doom. Find's lustig, wie du einfach mal schwebst und ich laufe. Ach, ich habe noch ein Ei. Nur eins? Ich kann nicht schießen. Ja. Jo. Hast du gut erfasst. Ich nehme mal hier ein paar Kartoffelmittel. Und dann erzähle ich mal kurz, was ich vielleicht heute vorhabe. Nichts, wie immer. Ich lasse mich spontan überscheiden, weil ich gerade noch eine Runde Arma gezockt habe. Tut mir leid, dass bis dahin keine Aufnahme kam. Und ich merke, dass ich extrem laut bin. Du hast hier unten Stromprobleme. Ich bin schon da. Ich glaube schon. Und nicht mehr. Ich weiß, glaube woran. Also es geht, die funktionieren trotzdem, aber... Ja, ich will schon, was du meinst. Frage. Bin ich wirklich nur die so hinteren. Laut? Bin ich so nö. Laut? Nö. Weil ich höre mich so oft doppelt, deswegen frage ich. Ja, wenn ich rede, dann aktiviert sich ja mein Mikrofon und das nimmt dann halt alles auf, was gerade in dem Moment als Geräusch da ist. Hast du eine Spitzhacke, hole ich mir drüben. Ja gut, da werde ich erstmal mich um dieses Problem kümmern und mal sehen, was danach passiert. So. Pick. Und in der Zeit kannst du mal erzählen, was bei dir losgeht. Ach so, das ist ja nur ein ME-Terminal ohne Crafting-Dingens, ne? Und das ist einfach nur ein Terminal, ja. Ah so, okay. Hab mich schon gewundert, hä, ist irgendwie, sie kommen hier so groß vor. Stimmt aber es nicht. Gut, ja, wie ihr schon seht hier, ich brate fleißig Basalt und Stone, denn wir wollen heute anfangen, das ultra mega Sicherheitshaus Doom and Destruction zu machen. Dafür habe ich da hinten schon vorhin offscreen ein bisschen den Boden geebnet und mal einen kleinen Vorgeschmack der Größe liefert. Also schon mal mit Erde hingesteckt. So soll das Ganze dann hinterher aussehen. Ein abgerundetes Viereck mehr oder weniger. Ich hätte nämlich die Dinger länger ziehen müssen, dann wäre es ein Kreis geworden, aber egal. Das geht auch so. Du kennst mit der Technik aus. Was halten die Furnace aus? Weiß ich doch nicht. 32. Also Low Voltage. Ja, LV. Hm. Also ich habe sie jedenfalls unten am LV dran. Also ich, nicht, dass sie mehr verkraften. Nee, das weißt du nicht, oder? Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass sie mehr verkraften. Also solltest du es auch nicht ausprobieren. Deswegen gehen wir heute mal ein Special, und zwar in Kreativmodus, in meinem zu zerstörbaren Mapius. Weil hier kann ruhig alles explodieren, was es möchte, und das möchte ich nicht auf unserer Map machen. Deswegen auf meinem Kanal seht ihr heute die Explosion of Doom. Und auf seiner Map seht ihr, wie auf seinem Video sieht man was man sonst machen kann. So, MV. Was brauche ich? Consumer, Producer, glaube ich. Oh. Na, da haben wir schon mal ein bisschen was an Basalt. Die werde ich dann als Akzente benutzen und die normalen Kabel und normalen Stone Bricks, die werden dann die normalen Wände darstellen. Also quasi kommt so in die Ecken Basalt Bricks als, ja, sagen wir mal quasi Umrandung, wenn man so möchte. Ich werde wahrscheinlich auch einige Male mit diesen ultra geilen leuchtenden Blöcken arbeiten, die jetzt zum Beispiel diese Paved Stone oder auch die geilen Xycoriums. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen was machen. Den Xycorium Bricks, weil die sind ja auch ziemlich geil. Werde ich auch mal schauen, wie die schwarzen, ob ich da ein bisschen mehr von nehmen kann. So, also Xycorium an sich haben wir ja genug, aber man weiß ja nicht. Ist noch alles angeschlossen oder hast du jetzt was abgebaut? Ist noch alles angeschlossen. Es ist nur so, es kommt 32 raus. Es ist so voll und deswegen gucke ich jetzt einfach mal, ob es mit dem BC... Ach ja, stimmt ja, der eine hier, der pumpt nicht ab. Ja, da wird hinten ein Kabel fehlen, da gucke ich auch gleich. Was sind das Producer und die Consumer? Der zweite ist es. Wo ist der zweite? What? Ah ja, der zweite ist der, wo das Kabel hochgeht. Okay. Oh, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Jo, der zweite ist der, bei dem das Kabel hochgeht, deswegen hast du da wahrscheinlich auch keinen Strom. Also kein ME-Kabelanschluss. Und jetzt das ist draußen, ist alles leer. Ja, und jetzt werden die restlichen natürlich auch wieder ausreichend mit Strom versorgt. Der Recycler wird das nicht verkraften, dann brauche ich eine Bedbox. Dings. Aber ich glaube, das Problem liegt eigentlich daran, dass wir jetzt ganz viele Sachen haben, die Strom ziehen. Und einer verkraftet 32 maximal. Aber wenn halt alle laufen, dann ziehen die natürlich mehr Strom als 32 Euro pro Tick. Ja, eben, deswegen gucke ich gerade, ob man das umbauen kann. Ja, für jede Seite eine Bedbox. Das reicht auf jeden Fall. Ah nee, das ist Automatik-Furnace, ich brauche den normalen. Vor Electric-Furnace. Output sind gerade 12 EU pro Tick. Unten. Das sind Input. Nein, das ist Output. Jetzt sind es 9. Das will ich sehen. So, ihr könnt ja... Ich habe ja Dings nicht drauf. Hopp. Und wir gehen hier runter. Also ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass es jetzt nur noch 2 sind, die laufen. Oder... Also 3, Entschuldigung. Man, den ja, einen musst du echt mal umdrehen. Ja, das mag sein. Ja, das... Ach, natürlich hat dein Electric Wrench keine Durability mehr. Dass du die nie auflädst. Gut. Dann muss der Papa mal ran. Achso, mein Jetpack ist noch nicht voll. Okay. So. Reicht. Mehr brauche ich nicht. Sagen wir mal so, der Rest regiert sich von alleine. Ne, es liegt nur daran, dass sie jetzt nur laufen. Jetzt läuft zum Beispiel nur noch einer oder zwei oder... Oh, einfach mal hier rein. Jetzt ist ja der Verbrauch höher, genau. Mann, genau den wollte ich gerade drehen. Ja, das habe ich nämlich gerade... Ich habe es nämlich... Oh Mann! Ja, ich habe es schon beim Bauen gesehen, dass der falsch rum drin war. Also als du es gebaut hast in der Folge. Das... Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das zu ändern. Wie war das nochmal? Blau ist rein, orange ist raus, oder? Ja, genau. Ja, so ungefähr. Ja, das explodiert bei High Voltage. Don't you say. Und die Recycler auch. Yes. Gut. Dann werden wir uns irgendwas einfallen lassen. So, jetzt haben wir genug. Das ist der Gott. Also, Stone haben wir noch nicht genug, aber naja, ist egal. Gut. Okay. Das war jeder. Übrigens, Furnace auch immer mit Ranch abbauen. Ansonsten, naja, Probleme und so. Ja, ja. Und es ist Nacht. Ja, ich leg mich hier ins Haus rein. Gleich mal was trinken. Immer in dieser Aufnahme trinkt er. Es ist immer diese Schleichwerbung. Schönes Bad, Fisterwerder. Ah. Für... Ah, immer dieses... sonst immer drauf. Das fistige Werder von Werder. Für koffeinhaltige Erfrischungsgetränke. Komm, fängst du an Werbung. Komm, fängst du an zu reden, leg das bei mir. Hast du es wohl? Ja, frag dich mal warum. Frag dich mal warum. Das Gute ist auch, diesmal ist die Aufnahme da. Nicht so wie letztes Mal. Sehr fail. Hör mal kurz auf zu reden, vielleicht hilft es. Halt die Klappe. Nur weil dein PC so scheiße ist. Na, es liegt eigentlich größtenteils, würde ich sagen, an der Festplatte. Ich weiß aber nicht warum. Die ist schlecht, ne? Die ist zur Hälfte leer. Es liegt das aber auch nicht an... Das hat weniger damit zu tun. Warte mal, es liegt... Ja, was kannst du noch liegen? Na, an Alter, am Verschleiß. Schon mal an die simplen Sachen gedacht? Ein Jahr ist noch nie alt. Deswegen habe ich da... Okay, nee, ein Jahr ist wirklich echt überhaupt nicht alt. Meine ist auch schon über ein Jahr alt. Ich bin zwar jetzt schon an der Überlegung, mir eine neue zu holen, aber es liegt so viel dieses Jahr vor, dass ich da echt aufpassen muss mit meinem Geld. Also, ich bin auch nie Witch Money Boy. Was? Hast du YouTube Money? Psst, immer nicht. Muss auch niemand wissen, dass mein Zweitkanal Sarazar ist und deiner Gronkh. Also, das muss doch niemand wissen. Hä, Gronkh, bist du behindert? Ach, nicht nee. So aus, Alter. Nee, du bist der PewDiePie. Ich bin Sarazar, du Bleppo. Hatten wir schon mal. Ach, stimmt. Wird's jetzt einblenden, aber ich weiß nicht in welcher Folge. Oder ob es im Stream war. Nee, ich glaube, es war in der Folge. Ey, oh nein, oh mein, oh, das ist ja Herzinfarkt. Alter, warum raste ich gleich so aus? Aber das war gestern, wer die gestrige Folge mal angeguckt hat, vom Server war überhaupt keine Lex dabei. Also Minecraft-Server ist hier, wo ich auf MyPlayX wieder war. Da Mario Party gespielt habe, hat es überhaupt nicht geleckt. Wow. Nur Minecraft jetzt und gestern, als ich versucht habe, Arma aufzunehmen, hat es angefangen zu lecken. Manchmal liegt es auch am Internet. Besonders wenn du bei der Drossel gekommen bist. Dann kann ich dir sagen, es liegt am Internet. Das war fail. Ne, ich bin bei 2 und 3. Also. Es eigentlich ist es blöd, weil alles läuft hier über die Drossel kommen. Ja. Die dummerweise bei uns das Monopol hat und weil sich für die das Glasfaserkabel nicht lohnt, was hier anliegt, schalten die das nicht frei. Das auch nett. Ja, bei meinem Bruder in Girlywood haben sie jetzt, hat die Drosselcom jetzt Glasfaser verlegt, die haben extra so einen Kasten jetzt bekommen für Highspeed, Internet und, da hat sie auch einen neuen Laptop und alles. Ich sage jetzt mal, er hat einen billigen Laptop. Ich habe auch gleich mal nachgeguckt, was hat denn er für eine Grafik und so drauf. Er hat eine 980er Grafikkarte drauf, dafür aber nur einen Prozessor von 2,43. Also einen schlechten Prozessor. Laptops haben grundsätzlich keine sehr krassen Prozessoren. Es ist einfach nicht machbar, wegen der Abluft. Außer du hast einen Laptop mit Stationen und Wasserkühlung. Dann kannst du den auch auf Gaming-Niveau türen. Aber 980er, wozu braucht man die? Weiß ich nicht. Wenn ich mir einen Laptop hole oder ein Notebook, was ich ja zur Gamescom-Zeit hin machen werde, zum Videos schneiden und so, Ich nicht. Ich warte bis danach. Meine Leute haben Pech. Ja, ich werde auch Vlogs machen dann in der Zeit. Ich auch, aber die werde ich... Also das wird ein bisschen komplizierter, als ich dachte, bei der ganzen Sache. Da werde ich mir dann auch natürlich ein Notebook oder Laptop, je nachdem, was sich halt in dem Moment dann anbietet, werde ich mir auch einen holen, der halt, ja, einfach nur Leistung hat. Also ich, da ist mir nur der Prozessor wichtig. Also wenn ich die Videos rendern kann, ist mir der Rest ziemlich egal. Da will ich mich dann mit meinem Fachmann meines Vertrauens, also meinem besten Freund, mal mit vergnügen und dann werden wir uns mal was Schönes raussuchen. So, jetzt bin ich mir unschlüssig. Also die Ecken will ich auf jeden Fall schwarz haben. Aber was noch? Ich könnte hier die Ecke machen und die Ecke, die sind auf jeden Fall weit genug auseinander. Oh. No. Der Drillo ist scheiße und Hank Tucker macht auch nicht keinen guten Job. Also das geht hier alles nicht. Alle haben Fusch, sage ich euch, Leute. Alle haben Fusch. Alle haben Fusch. Ich habe einen großen, meiner ist so, einfach so big, das weiß nur, nein, keiner außer hier im Blog. Ich bin so happy, das macht mich so steil, was? Er denkt immer nur an eine Sache. Das, was er nie hatte. Dadam! Wir haben alles auf dem Boot. Wir haben alles auf dem Boot, das macht super. Achso, ich wollte eigentlich noch wegen der Gamescom erzählen, was ich da eigentlich, wie ich das machen würde. Also bei mir ist es ein bisschen cranky, weil cranky shit eben, ich werde das nicht gleich schneiden, so wie er. Also wer richtig original frischen Stuff haben will, der guckt auf seinen Kanal ein bisschen nach. Leute, Leute, Erstkäuferrabatt, 20%. Hier bei Alter. Keine Schleichwerbung. Genau. Hier bei Alter. Nicht dafür bezahlt. Hier bei Alter. Bei Alter. Bei Alter. Nicht bei der Ollen. Alter, ich läuf hier die ganze Zeit richtig sinnlos rum. Weil ich heute echt keinen Plan habe. Pass auf, Nachtaufnahme habe ich dann so richtig große Pläne. Richtig nice Pläne. Ach ja, mit dem haben wir auch eine Verabredung auf der Gamescom, ja. Also wenn er, ne? Okay. Spaß beiseite. Spaß beiseite, es kommt nur Tina Puffler und die macht mit uns sehr, sehr interessante Sachen. Sie mit uns. In welcher Welt träumst du nachts? Und das oft. Nee, warte, irgendwas läuft hier gerade schief. So. Ich gehe gerade hier noch runter. Und... Ah, genau. Also das Gebäude wird auch nicht hoch. Das soll halt eher so, ja, sicherheitsmäßig Untergrund-Labor-Geschichten, sowas in der Richtung werden. Da auch schon ein paar ziemlich geile Ideen. Aber wie man sieht, ich werde offscreen eine ganze Menge Stonebricks herstellen. Oh ja. Oh ja. Und den Boden werde ich entsprechend aus Xycorium Bricks machen. Ich muss nur schauen, was entsprechend auch welchem Raum angepasst sein muss, also von den Farben her. Und zwischendurch wird wahrscheinlich auch ein bisschen Wolle kommen und auch Marmor. Könnte noch ganz gut harmonieren. So. Wir sind auch schon langsam Richtung Ende unterwegs. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Was habe ich gesagt? Genau. Also fast. Jetzt fällt mir ein, was ich eigentlich machen wollte. Och ja, klar, da hat er das gemacht, was ich mal machen wollte. Hä? Dem Semi-Fuel-Generator. Das ist mir gerade so eingefallen, den wollte ich ja auch mal machen. Damit es rausgepumpt wird. Okay. Und jetzt hast du es gemacht. Das war ein fucking Lag. Ja, dahinter sind auch 3 MFEs. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Eigentlich hätte auch eine gereicht, aber... Das, ja, ich weiß, weil das produziert echt wirklich sau langsam Energie. Und vor allem, weil das ganze Ding schon leer ist, also... Ja, weiß ich. Naja, der steht da seit 3 Folgen. Also, mit der hier mitgerechnet. Also, seit 2. Ach du Scheiße, mir fällt ja gerade was ein. Oder habe ich den letzte Folge? Mir fällt gerade was ein, Leute. Er ist vergesslich. Er ist so vergesslich. Er hat das Wichtigste vergessen. Mein Geburtstag. Hä? Nee, du hast doch erst... Du hattest doch erst letztes Jahr, also dieses Jahr kommt doch nicht mehr. Ja, stimmt. Man hat auch einmal im Jahr Geburtstag, ja. Deswegen, mir ist eingefallen, und jetzt auch sollten alle, die nicht das hören möchten, und zwar, es ist der 100. Minecraft-Part! Okay. Also alle, die jetzt das nicht hören wollten, Pech gehabt. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ja. Okay, er zählt schon die Tage, wann es wieder vorbei ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 klingt auch definitiv, ich zähle nach den Tagen, bis wann es wieder vorbei ist. Genau, hm, ja. Schlagkramayam, hey, ho, hm, ho, ja, ho, geil. Ho, ja, ho, geil? What the heck? Ho, ja, ho, geil. Eigentlich, so, ja, die Folge ist ja bald vorbei, richtig? Machen wir noch einen mehr? Sag mal, wenn die Folge vorbei ist, dann möchte ich noch am Ende was. Ja, machen. Ist vorbei. Gut. Sag ich jetzt einfach mal so. Da gehe ich nämlich in den Game-Mode 1, was ich nämlich gerne machen möchte. Tue mir alles hier oben hin. Und dann mal gucken, ob ich das finde. Ach ja, und das, was ich weiß gar nicht, ob es letzte oder vorletzte Folge war, was ich da gebastelt habe, was ich vorbereitet habe, das werde ich demnächst nochmal machen. Ich finde es gerade nicht. Oh, es gibt Jelly Beans. Werd hoffentlich zum Wochenende, also wahrscheinlich noch nicht im nächsten, sondern im Part darauf, werde ich das dann nochmal machen und ja, dann haben wir 2 davon. Und ich habe keine Stonebricks mehr. Frack. Eigentlich wollte ich jetzt noch kurz schauen. Mach ruhig, ich suche im Moment noch. Ist so. Das kann noch dauern. Naja, egal. Dann werde ich jetzt offscreen ganz viele Stonebricks herstellen. Wie heißt damit wir im nächsten Part dann weiter dekorieren können. Ich werde auch mal anfangen, das Dach zu bauen, weil eine Kuppel wird relativ schwierig. Da habe ich noch keine großen Erfahrungen mit, leider. Nur was Kreise und Zylinder angeht, habe ich schon ein paar Erfahrungen mit. Das ist jetzt kein wirklicher Zylinder, das ist mehr ein abgerundetes Viereck. So wie dieses Basic Circuit Board oder irgendwie sowas. Hier dieses. Wobei auch das ist irgendwie runder als das. Ja, hier sowas, genau. Basic Circuit Board war richtig. Bam. In da face. So, ich hatte recht, ihr nicht. Und ihr wisst es. Und das macht euch Spaß, das macht euch geil. Oh ja, jetzt seid ihr steil. Okay. Das war ein schöner Reim, ja. Ich möchte bitte Applaus. Leisen Applaus! Das war leiser Applaus. Gut, ich finde es gerade nicht. Ich werde es dann vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich da... Vielleicht, wenn ich das schon höre. Vielleicht! Ja, dann sag mir, wo Firewalk-Dings Scheibenkleister ist. Was für ein Ding? Firework? Gun. Da muss ich das jetzt so herstellen. Da muss ich das eben so herstellen. Alter, ist das dein Ernst? Verbrätst du unser Juju-Meta dafür? Oh. Hey, ich habe jetzt das rausgenommen, was drin war. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Echt, da war noch Gunpowder drin? Jo. Okay. Ich dachte, ich hätte beim letzten Mal TNT craften alles aufgebraucht. Hm, passiert. Nicht. Ach stimmt, das 10 Stück, die reichen noch, nur noch für 2 TNT. Deswegen habe ich die nicht aufgebraucht. Ich habe nämlich per Angeber hier Dings, bla bla bla. Der Stonebricks, wie viele Stonebricks hast du in Auftrag gegeben? 200. Warum? Du hast gesagt, du brauchst ein paar. Ja, aber wenn du die in Auftrag gibst, nimmt er immer nur ein Furnace. Das dauert Jahre. Wenn wir gerade nicht machen, dann... Ja, na, ich wollte jetzt hier unten mit deinem... Wie heißt das Ding? Ranch, genau. Mit deiner Ranch jetzt kurz hier erstmal den Ofen wieder richtig hinstellen, den du immer noch nicht richtig hingestellt hast. So, das nehmen wir mal mit. So, dann und jetzt anschließend den Kack wieder wegpacken und jetzt ganz viel Stone nehmen. Und zwar 20. 1... Ah, damit geht's nicht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hoffen, dass es jetzt wirklich 20 waren. Jetzt alle einzeln hier reinschmeißen. So. So geht es nämlich viel schneller, weil die Dinger leider geeicht sind. Ha, geeicht habe ich vor kurzem gelernt. Ich weiß noch nicht mal, was das heißt. Das ist schade. Eingestellt. Ah, genau. Oder eigentlich eher gesagt heißt es kalibriert, also es ist nicht perfekte Wortwahl, aber irgendwo schon, denn die sind eingestellt auf bestimmte Items, die sie produzieren sollen, und somit können nicht alle 20 Stone herstellen. Was natürlich dazu führt, dass du einen kleinen Schwanz hast. Ja, das Mini-Cock. Nee, ich nicht, meiner ist riesig. 70 Meter, mindestens. Okay. Ja. Und ja. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich sagen, lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Wir arbeiten immer daran, dass unsere Videos besser werden. Und wenn ihr Kritik da lasst, dann helft ihr uns damit, deutlich besser zu werden. Über Kommentare freuen wir uns sehr, und wenn ihr eine Bewertung da lasst, dann würden wir uns auch darüber freuen, wenn euch das Kommentarschreiben zu langweilig ist. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt am besten auf Abonnieren. Ihr bleibt dann auf dem neuesten Stand, was alle Projekte angeht, die auf unseren Kanälen kommen. Stopp, 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 stopp. Ich hab was. Warte, bevor du das jetzt machst. Bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Raccoon-Style-Play und der einzige Man aus der Welt. Und jetzt schauen wir uns das Epischste an, was es gibt. Wenn ich mal nachts richtig schreiben würde. Slash time set night. Zack, bitte. Papau! Puff, puff! Papau, papau! Pau! Was noch mehr? Ich will gerade auf Ben drücken. Puff, pow, pow, pow. Das war's. Puff, puff.